Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Wer die Aufträge der Würfelkönigin Seite 1 hier komplett erledigt hat, sprich sich die Würfelkönigin und alle Zusatz-Items inklusive diesen Zusatzstil erspielt hat, kann weitere Aufträge auf Seite 2 annehmen und das schaue ich mir jetzt mal an. So, auf der Seite 2 Aufträge der Würfelkönigin müssen wir Gegnern Schaden mit einer Kippweltsense zufügen. Dafür gibt es dann hier diese Pickaxes Erntewerkzeug. Eine Kopfgeldjagd von einer Kopfgeldtafel abschließen, dafür gibt es das Spray. Kopfschüsse mit dem Kippweltgewehr 2 Stück zufügen, dafür gibt es dann hier diese Musik. Das habe ich komischerweise schon im Gleiter. Weiß jetzt zwar nicht, wo ich das erledigt habe, aber das werde ich noch rausfinden. Und wenn wir dann alle diese Aufträge erledigt haben, bekommen wir die Würfelkönigin plus ihre Pickaxe und ihren Gleiter in einem weiteren Stil. Um die Seite 1 zu erledigen, dafür gibt es aber auch ein extra Video, mussten wir Sturmphasen, während wir eine Kippweltwaffe tragen, überleben. Dann Spieler mit einer Kippwelt-Minigun eliminieren, Gegner verhören. Mit einem Schattenstein oder Zappler als Schatten 3 Sekunden neben einem Spieler verbringen und logischerweise alle oben genannten Aufträge erledigen. Und dafür gab es dann die Würfelkönigin. So, hier sind dann nochmal die Aufträge der Seite 2 von der Würfelkönigin. Also nochmal, füge Spielern Schaden mit der Kippweltsense zu. Dafür gibt es, wie gesagt, die Pickaxe. Schließe eine Kopfgeldjagd von einer Kopfgeldtafel ab. Das Spray. Erziele mit bei Spielern Kopfschüsse mit dem Kippweltgewehr die Musik. Ja, und das habe ich, wie gesagt, wann auch immer schon erledigt. Muss ich mir mal meine Videos angucken, wo das passiert ist. Nutze den Hängegleiter in den Kühltürm von Steamy Stack. Dafür gab es dann halt den Gleiter. Und schließe alle Würfelkönig-Aufträge von Seite 1 ab. Dafür gibt es dann alle Items, außer das Spray der Königin, in einem extra Stil. Sprich den Gleiter, das Backbling und die Pickaxe und die Königin selbst. Und dann mal los. So, dann mal auf nach Steamy. Denn hier müssen wir ja für die Würfelköniger Seite 2. Was denn? Hier in den. Mit dem Hängegleiter in den Kühltürmen fliegen. Aber trotzdem, ich glaube, ich fliege da erstmal runter. So, das war's schon. Das reicht schon. Und jetzt bin ich tot. Jo. Auch Glück gehabt. Das ist natürlich jetzt klassisch in die Hose gegangen. Aber Vorfühl. So, dafür gab es jetzt den königlichen Gleiter. Aber dann sind wir jetzt hier. So. Wie ich es immer gemacht habe mit Kopfgeld. Ich bin am Anfang der Runde bei einer Kopfgeldtafel gelandet. Ja. Und am Anfang. Von normalen Leuten. Also, ich habe den Eindruck, habe ich auch ganz oft, dass das ganz viele Bots sind. Ja, ja. So, ich hau da mal eine Granate rein. Oh, ich habe das Kopfgeld. Ist ein Bot. Appen genockt. Ich sehe ihn gar nicht. Hab ihn. Sehr gut, abgeschlossen. So, der zweite ist auch mit Granate gestorben, so. Sehr gut. Hühnchen, komm in die Zone, du stirbst! Das müssen wir aber in die Zone. Ja. Ich hab ein Jump-Pad. Also das mit dem... Nee, ich brauch... Oh. Das Dingens da, um weiterzukommen, ey. Das ist ja... Oh Gott, ich lasse ihn in Ruhe. So, jetzt hat er es gezählt. Erster Headshot und tot. Jetzt hat es gezählt. 43 Gold war es jetzt. Ich habe Minis. Easy, der erste Schuss hat gezählt. Ja, jetzt. Nach drei Runden versuchen. Ja, gut, vielleicht diese blöde Waffe. Vielleicht trifft die nicht so gut. Der Wohnwagen. Hast du einen Headshot getroffen? Ja, habe ich. Aber sie hat die Herausforderung. Ja, alles gut. Sie hat die Herausforderung gehabt mit der Sensor. Meine Headshots habe ich jetzt. Nein. Egal, ist wurscht. Wir wollen diese Kippweltwaffe 5 Sturmphasen überleben.
Irgendwie ist ab jetzt mein Mikro gestummt gewesen, warum auch immer. Leider ist mir zu spät aufgefallen, dass mein Mikro, warum auch immer, plötzlich gestummt war. Daher wundert euch bitte nicht, dass meine Lippen sich nicht so ganz synchron zum Text bewegen. Ich habe das versucht, einigermaßen nachzusynchronisieren. Wer nun die Seite 2 der Würfelkönigin komplett abgeschlossen hat, bekam die Pickaxe von ihr oder das Erntewerkzeug in allen drei Stilen. Die Würfelkönigin in allen drei Stilen plus ihr Backbling in allen drei Stilen und den Gleiter in allen drei Stilen. Das Ganze sieht dann so aus, aber ich sag erstmal danke fürs Zusehen, tschüss, bis zur nächsten Folge, macht's gut.